Gut, dann nach 2 Stunden, in denen ihr euch da ja, jeweils erholen könnt oder irgendwelche anderen Kinder, Waisenkinder, Verletzte versorgen könnt oder eben auch predigen könnt, kommen Kiaras und Rafim wieder aus einem der Sakristeiarme heraus und kommen auf euch zu. Da seid ihr endlich. Oh, das hättet ihr erleben müssen. Oh, mein linkes Schulterblatt. Da lässt mich einmal euch in Ruhe und ihr trödelt hier so rum. Mal trödeln, aber absolut nicht. Tat meine göttliche Pflicht, Abelmir. Oh. Wir sind mit der Göttin im Einklang, Abelmir. Das solltet ihr auch versuchen. Richtig, richtig. So, Hab, so. habt ihr denn auch Wichtiges getan, während ich meine göttliche Pflicht tat? Ja, wir haben einen Verräter eingesammelt, den ehemaligen Bürgermeister. Er hatte anscheinend den Er lebt noch. Einsturz überlebt. Ja, recht gut sogar. Also, er war zwar ein bisschen abgemagert, hatte wohl irgendwelches Regenwasser oder so getrunken, aber er hat überlebt. Jetzt sitzt er in der alten Residenz. Ah, immer wieder verwunderlich, wem man alles ausgräbt, oder? Das In ist der wohl Tat. wahr. Habt ihr denn schon die Statue gefunden oder müssen wir das noch machen? Müssen wir noch machen. Ah, okay. Wir wollten Abelmir euch. hat auch einen Gang gefunden, vor dem er ganz schreckliche Angst hat, hat er Was gesagt. heißt ganz schreckliche Angst? Habt ihr das nicht so Meine, gesagt? ich sagte, mir lief es kalt den Rücken runter. Ich Ja, und sagte dann seid ihr nicht. doch ganz schnell die Treppe hochgelaufen. Ich musste euch doch den Weg zeigen, also. Nicht, dass euch das wieder stolpert und die Herberge wieder runterfällt. Das geht Oh ja nämlich ja, nicht. genau. Also die Treppe, die ich gerade vor ein paar Minuten runtergegangen bin, da musstet ihr mir die wirklich zeigen. Ein guter Einwand. Ja? Aber natürlich, Abelmir. Los, zeigt uns doch diesen Gang, der so gruselig ist. Genau, Abelmir, alle Horasi haben Angst. Das ist nichts, wofür ihr euch schämen müsstet. Sehr richtig. Ein sehr ängstliches Volk. Soll ich euch mein Taschentuch überreichen? Es ist schön weiß, das könnt ihr schwenken. Ich würdige diese Herabwürdigung keine weiteren Sätze. Lass uns aufbrechen. Ich denke, das bedeutet, wir haben gewonnen. Auf Ich Horasisch. denke auch. Aber ja, wir folgen euch. Soll ich vorangehen, Abelmir? Gerne. Mach den Weg frei. Ja, gerne. Aufgehen. Ja, gemeinsam zu viert geht es wieder mit neuem Mut im Herzen in Richtung der priesterkaiserlichen Noralexakrale. Könnt dann wieder den freigelegten Weg in das Portal der Südseite oder der Südwand des Tempels hineinschreiten. Die greifenhäuptige Preios-Statue, die ehemals 10 Schritt groß war und ihn dann als thronenden Herrscher mit Greifenkrone darstellt, ist zerbrochen, allerdings so groß, dass hier keine Ketzer die Dinge abtransportieren konnten. Dafür ist es einfach zu viel Gold, zu viel monumentaler Prunk. Geht dann wieder die Treppe nach unten und steht dann, ja, nachdem ihr da dann die Schreibstube, die Gebetsräume und die Wohnstatt neben euch gelassen habt, vor dem Gang, den Abel mir entdeckt hatte, da wo die Schwärze nach euch greift. So, und ihr habt ja also diesen Geist gesehen. Ich hab. Wie kommt ihr auf einen Geist? Der Ein böse Geist? Gang, Isarun, das ist der böse Gang. So, verzeiht, natürlich. Also, was hat der Gang denn mit euch getan? Er hat gar nichts mit mir getan. Er ist einfach nur dunkel. Machen wir doch einfach Licht und schauen es uns an, oder? Ja, lasst mich noch eben meinen Schlagring anlegen, nicht, dass Abel mir noch Angst bekommt. Ich habe keine Angst. Ich hörte, ihr seid vor dem Gang geflohen, aber vielleicht trügen mich da auch meine Ohren. Ich mache Licht. Ja, das Licht von deinem Stab wird dann eine Kellertreppe freigeben, die zugemauert war. Deshalb war es einfach so sehr schwarz dahinter. Da geht's noch weiter runter in die Geweide, in die Eingeweide des Tempels. Ich denke, hier geht's weiter nach unten. Nun, hier wollte wirklich jemand was verstecken. Wäre ganz gut, wenn ihr mir direkt folgt, Isarun, dann sehe ich auch mehr. Na klar. Sehr gut.
So, ich halte den Stab auch extra ein bisschen höher, damit das über eure Gestalt drüber leuchtet. So schön über die Schulter rüber. Ja, der Stab ist ja groß genug. Ja, dann erforschen wir mal den Gang. Ja, wenn ihr die Treppe nach unten steigt, die Trümmer nochmal beiseite geräumt hat, von den zerbrochenen, ehemals zugemauerten Kellertreppe, könnt ihr in das zweite Unterstockwerk gelangen. Eine weitere Kelleretage. Hier gibt es weitere Lagerräume. Ihr könnt da kurz mal durchsehen. Und eine weitere Treppe in ein drittes Kellergeschoss, was sonst nicht verzeichnet wäre. Zumindest auf den Plänen. In dem zweiten Geschoss, in den Lagerräumen, findet ihr... Ja, damit kann man ungefähr ein halbes Banner ausstatten. Wappenröcke, Kettenzeug, einige Waffen, Sonnenzepter. Sehr alt. Fast ausgedient. Nicht unbedingt ausgetragen, aber mit alten Symbolen. Alter Stoff. Ein paar Motten, die da wohl auch drauf sitzen. Ah, das ist wohl kaum noch zu gebrauchen, aber... Was wollten die Perioden mit so viel Waffen und Rüstungen und sich bewaffnen? Wozu? Eine Legion ausrüsten, eine Sonnenlegion. Die Bannstrahler ausrüsten, zum Beispiel. Also bewaffnete Perioden sind wirklich nichts Neues. Ja, aber diese Strophe sind alt. Seht euch doch mal die Wappen an. Ja, die Perioden sind ja auch alt. Aber mir. Irgendwer hat hier unten ein Arsenal vergessen anscheinend. Dürft man oder eine Geschichtswissenprobe machen? Kann man das auf irgendwas ableiten? Ja, Sagen und Legenden plus 5. Dazu kommt natürlich nochmal der kulturelle Unterschied von Alanfa nach Gareth, aber. So, Abelmir, Iserun. Ja, bei Iserun reicht es zumindest. Und für Kiaras reicht es auch. Die priesterkaiserliche Noralex-Sakrale wurde vor über 600 Jahren gebaut. Na gut, der Name wurde natürlich irgendwie in Auftrag gegeben, vielleicht nicht selbst von ihm der Hand aufgebaut, aber Noralex war ein Priesterkaiser. Und damit passt die Errichtung dieses Tempels direkt kurz nach der Zeit des Erntefestmassakers und auch zu der Errichtung der Statuen. Direkt in die Zeit von Heliodan von Streitsig. Der Tempel wurde gebaut zu Zeiten, als nun es noch Krieg herrschte zwischen Praios und Rondra und sie brauchten selbstverständlich Waffen. Aber da das hier alles vergessen wurde, vielleicht haben wir gefunden... Ein geheimes Arsenal von unserem komischen Kult, dem wir hinterher sind? Entweder das oder dass wir könnten auch die Sachen von denjenigen waren, die an diesem Massaker beteiligt waren und die dann in den kommenden Jahrhunderten nicht mehr so gut in guter Erinnerung waren, deswegen vergessen werden sollten. Gut, dass Yara nicht hier ist, denn was ich jetzt sage, würde ihm wahrscheinlich nicht gefallen. Was hier unten liegt, kann man sehr gut benutzen, um sich zu verkleiden. Ja, als Priot der Priesterkaiserzeit, oder nicht? Ja, durchaus. Diese Staub sind total Motten zerfressen. Wofür wäre das? Das passiert nach 600 Jahren. Aber damals, zu der Zeit, als Praios gegen Rondra Krieg geführt hat, nun, keiner von beiden will sich die Schuld zugestehen, wenn sich eine dritte Partei verkleidet und die Schuld jemand in die Schuhe schiebt. Das ist aber sehr spekulativ und ketzerisch. Deswegen bin ich ja froh, dass Yara nicht hier ist. Außerdem ist es ketzerisch, wenn ich davon ausgehe, dass jemand anders versucht, Praios etwas in die Schuhe zu schieben. Ich schiel mal zu Iserun rüber, ihre Reaktion. Ja, das ist logisch für mich. Also, wenn das jemand ihnen in die Schuhe schieben wollte. Nur finde ich es seltsam, dass sie dann gerade hier das Versteck dafür gesucht hätten. Vielleicht offensichtlich wusste die Preiskirche ja nichts von diesem Untergeschoss, oder? Und
Der Tempel wurde etwa zur gleichen Zeit erbaut wie die ganzen anderen unterirdischen Gebilde, die wir gefunden haben. Von dieser Streitsee? Das stimmt wohl, aber wir wissen... Statuen erschaffen wurden. Aber wir wissen nicht, wann dieser Gang zugemauert worden ist. Guter Punkt. Das kann natürlich auch erst 100 Jahre her sein. So viel Staub wie hier liegt und so alt wie das, wie die Ausrüstung ist, ich denke, das ist schon weit länger her. Ja gut, also dass die Ausrüstung aus der Priester-Kaiser-Zeit stammt, das mag wohl stimmen, wenn man sich diese Symbole mal anschaut. Aber trotzdem, würdet ihr den Unterschied zwischen einer 200 und einer 300 Jahre alten Staubschicht erkennen? Ich nämlich nicht. Und da nach der Priester-Kaiser-Zeit alles von ihnen zerstört wurde, denke ich, dass das hier versteckt wurde, bevor sie gefallen sind. Das ist ja durchaus möglich. Das deshalb ist wahrscheinlich auch zugemauert wurde vorher. Vielleicht gibt es noch die Tempelbibliothek oder irgendwelche Aufzeichnungen, die uns sagen könnten, wann hier das zugemauert wurde, ob überhaupt etwas über diesen Raum bekannt war. Vielleicht finden wir unten noch mehr Aufzeichnungen, irgendetwas anderes außer, naja, das hier. Aber jetzt lasst uns doch erstmal weitergehen. Da ist ja noch ein dunkler Gang. Genau. Es wird sich sicher noch mehr finden. Wenn das hier wirklich ein Stützpunkt war, dann wird es hier mehr geben als nur ein Arsenal. Ich hoffe nie, wir finden dort unten nicht irgendwelchen ekligen Kanalschlamm oder so. Oh, das hoffe ich auch. Jetzt denke ich natürlich darüber nach, dass da unten bestimmt Kanalschlamm liegt. Ja, komm, lass uns gehen. Besser als, dass wir den finden, der das hier alles erbaut hat. Der wäre vermutlich ziemlich tot. Bin mir ziemlich sicher, dass er ziemlich tot ist. Ja, tatsächlich. Wenn ihr die Treppe weiter nach unten geht, werdet ihr feststellen, dass es hier mehrere Treppen nach unten gehen, die sich dann nicht unbedingt wendelartig runterformen, aber es sind wohl mehrere Stockwerke, die es nach unten geht. Lange. Ihr könnt dann auch hinter den Steinen hören, wie sich tatsächlich die Kanalisation da wohl entlang schlängelt. Also fließendes Wasser. Raphim, du bist dir sicher, ihr seid mittlerweile 20, vielleicht 25 Meter unter dem Erdboden. Und dann könnt ihr sehen, wie die Treppe endet. Ein kurzer Flur, der vor euch aufragt und dann eine weitere zugemauerte, die Tür zugemauert mit einem Sonnensiegel darauf. Ich weiß nicht, was das ist. Aber das ist bestimmt schlecht. Und Abelmir, kannst du dir bitte mal die Wände angucken? Wir sind so langsam echt tief und ich weiß nicht, wie lange dieses ganze Ding hier noch hält. Ich könnte ja mal schauen. Es stinkt hier fürchterlich. Ja, das ist der Geruch der Kanalisation, der durch die Wände zieht. Ich habe mich sowieso gefragt, warum die so tief geht, diese Kanalisation. Ein wunderbarer Fluchtweg. Garut ist einfach eine dreckige Stadt. Ja, das stimmt wohl, aber nun, wie es aussieht, hat die Preiskirche hier ein paar Leichen im Keller vergraben. Dieses Sonnensiegel, können wir das öffnen oder dürfen wir das nicht öffnen? Isarun? Ich möchte es ehrlich gesagt nicht öffnen. Es wird einen Grund haben, dass hier etwas versiegelt worden ist. Ich würde mir das Siegel gerne noch mal ein bisschen genauer anschauen, ob es halt so ein Originalsiegel ist oder ob das wieder irgendwie so umgedreht ist oder sonst wie verändert. Umgedreht nicht, aber wenn du herantrittst, kannst du sehen, dass die Steine wohl mehrfach ausgebessert sind, wieder neu zugemörtelt und das ist auch zerkratzt. Also es ist original, nicht auf den Kopf gedreht, du kannst auch noch die Flügel dieses Auges erkennen. Aber auf alle Fälle zerkratzt. Also da hat sich wohl im Verlauf der Jahrhunderte mehrfach irgendjemand dran gütig getan. Also wenn du jetzt zerkratzt sagst, von Menschenhänden zerkratzt oder sind das irgendwelche Viecher, die hier dran genagt haben? Es sieht eher aus wie Spuren von vielleicht ein Schwert. Das hinterlässt dann vielleicht so eine kleine Furche. Nicht unbedingt eine Spitzhacke, das nicht, aber irgendwelche
Schneiden. Menschliche Schneiden. Das ist ja merkwürdig. Was ist denn damit? Ja, das sieht so aus, als hätte jemand mit irgendeiner Klinge auf dem Siegel rumgekratzt. Also wollte da jemand rein? Oder wollte einfach nur das Siegel unbrauchbar machen. Aber ansonsten ist die Wand ganz normal in Ordnung? Naja, also die wurde halt mehrfach ausgebessert. Hier, schaut mal, dort ist der Mörtel neu und dort unten auch. Und hier dieser Stein, der stimmt ja auch nicht mit der Farbe der anderen überein. Lass mich mal gucken. Ich klebe mein Ohr an dieses Siegel und klopf mal gegen die Wand. Verschiedenen Höhen, verschiedenen Breiten. Also, wenn du dagegen klopfst, wirst du immer nur den gleichen Ton feststellen, aber wenn du dich mal neben die Tür stellst, also gut, klar, neben der Tür, da ist es dann dumpfer, dahinter ist es hell, also direkt hinter der Tür ist es heller, da muss auf alle Fälle ein weiterer Hohlraum sich befinden, aber es ist jetzt nicht so, dass es da weniger dicht ist oder so, oder? Da hat man, irgendjemand hat da so gemörtelt, so gespachtelt, dass das die Tür wieder versiegelt. Dahinter ist ein Hohlraum. Nun, das hat eine Tür an sich. Naja, sind die gar nicht neugierig? Teils. Ich bin absolut neugierig, was dahinter ist. Doch viel wichtiger ist die Frage, wer hat es zugemacht? Wer will da rein und wer hat diese Tür in Stand gehalten? Und was ist dahinter? Also, ist das etwas Gefährliches und deswegen wurde es zugemörtelt? Ja, wird oder etwas eingesperrt oder etwas ausgesperrt? Ganz genau. Ach, wir haben noch Rafim dabei, da uns wird schon nichts passieren. Nicht wahr? Ich mag deinen Denkvorgang. Wir wissen aber nicht, ob es rechtens ist, dass diese Tür zu ist, also ob es wahrlich vom Preis geschützt ist oder jemand wieder nur so tut, ein Ketzer wieder nur so tut, als wäre es vom Preis geschützt. Bevor wir nicht mehr wissen oder eine Notsituation eintritt, würde ich vorschlagen, wir lassen diese Tür in Ruhe. Wir brauchen mindestens den Segen eines richtigen Prados-Geweihten und die Erlaubnis, hier einzudringen. Richtig. Und ohne guten Grund haben wir das natürlich nicht. Einfache Neugier. Jetzt wisst ihr. Ja. Weiße Gilde. Nun gut. Es hat nichts mit Weißer Gilde zu tun. Es hat einfach etwas damit zu tun, dass, wenn wahrlich Raios hier etwas einsperrt, wollen wir nicht auszusehen irgendetwas rauslassen, was wir nicht wieder einfangen können. Diese Steine, die da wieder neu eingesetzt wurden, wurden die neu eingesetzt, weil das mal geöffnet wurde? Oder wurde repariert? Könnt ihr das erkennen? Aber mir, ihr seid doch unser Maurer. Soll ich mal Baukunstprobe machen, oder? Ja, du hattest 13 Sternchen übrig. Ich glaube, ich gestehe dir die Probe weiterhin zu. Das wurde geöffnet. Mehrfach. Nun, es wurde schon öfters geöffnet. Insofern, was immer dort drin war oder gewesen ist, ist schon längst draußen. Denke, dann sollten wir es ebenfalls öffnen, weil ich befürchte, wer auch immer dort ein- und ausgeht, ist vermutlich ein Anhänger von diesem Rattenkult. Ja, unmöglich. Ich guck mich mal um, ob hier irgendwelche Rattenköttel auf dem Boden liegen. Nee, gar nicht. Wir Spinnenweben in den Decken, aber sehr wenig. Es riecht, es stinkt nach Kanalisation, das ist echt ekelhaft. Abel mir auf alle Fälle recht. Jetzt mittlerweile riecht das auch sehr nach Erde, möchtest du meinen, die dann ja höchstwahrscheinlich direkt hinter den Steinen liegt. Also ihr seid, wie gesagt, tief in den Eingeweiden der Stadt. Und ansonsten Rattenköttel wirst du nicht finden, nur ein paar Spinnennetze. Was haltet ihr denn davon, wenn wir uns vorbereiten würden? Was meint ihr damit? Ihr wirkt euren Gardanums. Wie heißt das nochmal? Der Kantus nennt sich Gardianum. Dein Gardianums, genau. Ich stelle mich davor, einer öffnet das Ding, wenn da irgendwas rauskommt, was so aussieht, als wäre es böse, hauen wir es kaputt.
Also ich weiß nicht, ich fühle mich immer noch nicht wohl bei dem Gedanken, dass wir einfach dieses Siegel zerstören, auch müssen wenn, wir doch wenn jemand nicht. Anderes. Wir eröffnen nur einen Teil. Die anderen haben das Siegel ja auch nicht zerstört. Ach so, ihr meint, dass wir von ganz unten oder ganz oben da so einen Stein versuchen herauszuschieben. Ja, richtig. Das Siegel, kann man das Siegel vielleicht irgendwie abnehmen? Das Siegel wurde ja schon öfters entweder abgenommen oder darum herum gearbeitet, sonst hätten sie es selbst ja auch nicht öffnen können. Also das Siegel, ihr könnt euch das vorstellen wie eine Steinmauer aus deutlich anderem Gestein, als sonst der normale Tempel besteht. Also der normale Stil, der hier vorherrscht, das ist weißer Eternenmarmor. Und das ist jetzt deutlich irgendwie so ein zinnoberroter Tonziegel irgendwo hier aus der Nähe der Stadt und aus der Umgebung. Den Eternenmarmor bekommst du hier natürlich nicht her, aber das ist deutlich. Und in dieses rote Zinnoberrot wurde jetzt dieses Siegel fachgerecht, fachmännisch, hochwertig eingearbeitet und dann über die Jahre zerkratzt mehrfach. Vielleicht schaffen wir es, das Siegel komplett herauszulösen, einem Stück. Ich denke, das sollte möglich sein. Also mir ist immer noch nicht wohl bei dem Gedanken. Wenn wir vielleicht nur einen Stein wegschieben und dann mal kurz durchlinsen, vielleicht, aber... Kiaras, was sagt ihr dazu? Nun, ich denke, ja, ein kleines Loch öffnen und dann... Wie nanntet ihr den Zauber? Flimflam hinein? Finde ich gut. Aber mir sucht ihr mal den Stein aus, wo ihr glaubt, dass ihr den am besten öffnen könnt. Ihr wisst ja sowas. Ich schaue mir mal die Fugen an und wahrscheinlich eher am Rand. Da sind die Fugen wahrscheinlich schlecht ausgeprägt. Ja, also ihr werdet auf alle Fälle mit der Expertise von Abelmir, werdet ihr da mit euren Dolchen ansetzen können. Der von Jalan ist ja schon zerstört, aber gut, Jalan ist sowieso gerade in der Stadt des Lichts. Könnt ihr dann so ein bisschen den Mörtel wegkratzen, dass ihr dann eine Stelle findet, und wenn ihr dann den Mörtel auch weggekratzt habt, könnt ihr da auch mehrere Steine einfach so herausnehmen, die dann da nachträglich eingesetzt worden sind. Und das ist eine Zeitsache, das dauert jetzt ungefähr eine Viertelstunde. Ihr dürft da jetzt einfach nicht mit dem Hammer des Magus gegenhauen, das wird dann nicht funktionieren, dann zerschmettert halt oder dann zersprengt die ganze Ziegelage. Und dann müsste Iserun mal einen Flimflam in einer beweglichen Variante wirken. Oder Abelmir. Können wir ja so. Ansonsten ist es erstmal schwarz. Schwarz. Dahinter ist es übrigens auch still, also da springt nichts entgegen, kein Dämon oder. Los, Iserun. Na schön, ach. Bewegliches Licht, das musste ich vor Jahren das letzte Mal zaubern. Ich lasse mir natürlich Zeit. Oh! Also, das kann ich mir jetzt auch nicht. Wie gesagt, vor Jahren das letzte Mal. Was macht ihr da? Das ist einfach verpufft. Ich glaube, das ist die magiebannende Wirkung vielleicht hier. Ja, der Herr Preios ist nicht damit einverstanden, was wir hier machen. Ja, Abelmir, sie hat sich auch. Sie hat auf Bosporano gesprochen, aber sie hat sich ganz klar auch versprochen. Ihr müsst laut und deutlich sprechen. Ja, macht ihr doch besser hier. Nein. Aber ich denke, wir machen hier einen großen Fehler, indem wir hier reingucken. Ach, macht einfach weiter. Ihr lasst euch ganz schön leicht aus die Konzept bringen. Ja, was ist denn jetzt? Kommt jetzt Licht oder kommt jetzt kein Licht? Es kommt kein Licht. Das hier ist eine schlechte Idee. Das war ein Zeichen. Iserun, lass mich einmal. Ich schraube, hol meinen Ring auf, ziehe meinen Ring. Ignis Lumen. Das ist ein Artefaktring, ne? Genau, bewegliches Licht. Ja, dann hältst du deinen Ring in Richtung des Loches und siehst, wie dann ein, ja, welches Licht, welche Lichtfarbe? Ganz normal weiß. Rot? Rot-weiß. Weiß. Ja, dann wirst du dein Licht dort reinschicken und ihr könnt nach und nach, wenn ihr eure Augen mal durch das Loch bemüht, sehen, wie dort im Inneren mit dem beweglichen Licht 8 goldene Statuen freigegeben werden, die da blinken und blitzen. Schaut einmal. Goldene Statuen. Geh mal, ja, tritt mal ein Stück zur Seite. Da, schaut. Ja, sieht aus wie goldene Statue und da habt ihr ganz gut erkannt. Kennt ihr die und Leute? Die sagen 8 an der Zahl.
Sagen die euch irgendwas? Das sind die Märtyrer? Was waren auch 8? Ich glaube, ihr habt recht. Wir müssen dort unbedingt hinein. Vielleicht sind es aber auch die Priesterkaiser. Davon gab es ja auch 8 Stück. Nun, ich denke nicht, dass es das viel besser macht. Also, hinein oder nicht hinein? Ich bin für hinein. Auf gar keinen Fall. Warum denn jetzt schon wieder nicht? Ja, wir müssen uns erst einmal eine Erlaubnis haben, um dieses Siegel wegzumachen. Das Problem ist, dass die gesamte Priorskirche aktuell, wie drücke ich es harmlos aus, in Melancholie versunken ist. Ja, aber das macht es ja trotzdem nicht richtig, dass wir einfach so dieses Siegel zerstören. Es ist leichter, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis. Genau. Außerdem dauert es viel zu lange. Da muss man wieder einen Antrag stellen und das dauert Wochen. Also ich fühle mich gar nicht wohl bei dem Gedanken. Machen wir das jetzt endlich kaputt? Ja. Finde ich gut. 3 zu 1. Das könnt ihr doch nicht tun. Oh nein, das ist was ganz Schlimmes. Ja, ich löse mal nach und nach Steine von einer Seite und möchte dieses Siegel so gut wie möglich dabei erhalten, ohne dass es mir auseinanderbricht. Ja, ich helfe dir dabei. Gib dir 2 extra Hände. Fingerfertigkeit. Verdammt. Oh, Gott sei Dank. Ja, was? Ja, du nimmst das Siegel vorsichtig heraus, nachdem ihr da ein bisschen gekratzt habt, ein bisschen geschabt habt und dann sorgsam Stück für Stück und dann gibst du es Kieras in die Hände. Der dreht sich um, stößt aber aus Versehen gegen Isaron und lässt es fallen. Es zerspringt in 1000 Teile. Oh nein, habe ich es euch nicht gesagt? Es passiert was ganz Schlimmes. Aber Isaron, ihr steht immer am Weg. Was? Ihr seid schuld. Ein Gehörnten bin ich es schuld. Also ihr standet da jetzt schon. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee gewesen. Also jetzt ist es eh schon kaputt. Jetzt können wir es auch aufmachen. Jetzt ist es kaputt. Na toll, oh weia. Das gibt wieder eine richtige dicke Beichte. Sehr, sehr freuen, das neu zu machen. Ja, ich räume mal den Rest von den Steinen zur Seite. Jetzt ist ja auch egal. Bin froh, dass die Anna nicht da ist. Richtig, wenn der wüsste, dass ihr die Siegel kaputt macht, Isaron, der wäre geschockt. Jetzt hört aber mal auf, solche Lügen zu verbreiten. Also, es verließ meine Hand und da war es noch vollkommen in Ordnung. Ja, und in meiner Hand war es gar nicht erst. Ihr richtig verließ ihr mit eurem Körper. Also ich denke nicht, dass dies der Zeitpunkt ist, gegeneinander Schuld zuzuweisen. Wir sollten viel eher gucken, was da drin ist. Ja, ihr wart es schuld. Ja, ich öffne die Kammer. Ja, wenn ihr die Kammer öffnet, könnt ihr vor euch immer noch das Licht schweben sehen, was Abelmir mit wenigen Fingern beeinflussen kann. Kann da in seiner Luft rumdeuten und das Licht dann in verschiedene Richtungen schicken. Zusammen mit dem Stab von Isaron, das Licht, was immer noch an ist, wird dann noch mehr Licht hineingetragen. Und ihr hört über euch das Wasser rauschen. Hier gibt es definitiv ein Loch in der Decke. Was euch allerdings viel mehr die Blicke auf euch zieht, sind die 8 goldenen Statuen, die ihr eben schon gesehen habt und die jetzt menschengroß vor euch aufragen, auf 8 Sockeln gestellt. In der Mitte, direkt über oder unter diesem Loch, seht ihr einen großen Altar. Und die Räume machen euch ein bisschen, der Raum selbst macht euch schwummrig. Auf den ersten Blick sind es 12 Ecken. Aber wenn ihr euch nochmal durchzählt, sind es tatsächlich, es ist nicht symmetrisch, es sind 13 Ecken, 13 Wände. Tretet ihr dann in die Mitte nach und nach, könnt euch umsehen und erkennt, es sind nicht die 8 Priesterkaiser, sondern die 8 Märtyrer. Und ihnen allen fehlen dem einen der Schatten. Das Licht, das magische Licht, kann hier, egal wie es sich bewegt, keinen Schatten feststellen. Fehlende Augen, Ohren, Finger, Hände, Zunge. All das, was ihr schon gesehen habt, nur dass sie jetzt nicht aus Stein sind, sondern aus Gold. Sie sind perfekt gearbeitet. Perfekt.